Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das Casino ausgeraubt. Ja, Mann. Jo, Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heutige Mission, das Golden Gwyn Casino. Gefühlt doppelt so schwer wie die Big Bang und die war schon riesig, ne? Also das ist eigentlich eine DLC-Mission. Ich habe sie mir nicht gekauft, aber ich spiele gerade die Story-Mission durch. Also den Story-Fortschritt. Und da ist es üblich, dass man hier dran vorbei muss. Man kann es laut machen, ist Selbstmord. Man kann es leise machen, ist Selbstmord. Egal wie du es machst, es ist scheiße. Schwer. Und leider kann man das Auto nicht gewinnen. Ich habe keine Ausrüstung. Mal checken. Man kann ja wirklich was gewinnen, also von daher. Das ist wirklich so, das wird dir sogar gut geschrieben, sag ich mal so. Glaube, ich hatte das mal mit Kumpel gesagt, ich hatte über eine halbe Million Jackpot gehabt. Also ich hatte zwei Jackpots geknackt. War voll geil. Ja, ich will doch. Hallo. Ach komm, jetzt mal. Jedenfalls hatte ich mal über eine halbe Million rausgekriegt. Konnte ich. Also das Geld kannst du wirklich behalten. Kann man machen, ja, ist aber unnötig. Boah, ich weiß so das eine Mal. Wir waren voll bereit, die Taktik war fertig, ne? Alles geplant, hieß das. Und ich hatte meine Ausrüstung vergessen. Guard, stay Wir back. standen da also irgendwie hier drin im Gang und waren bereit zum Starten. Er setzt Maske auf, ich wollte Maske aufsetzen. Ausrüstung vergessen. Und zieht die ganzen Scheißweg nur zurück. Optics. Geil, dass er keiner ist. Brauchen wir nicht, wo ist das Archiv? Look out, Also, wo ich guard. gerade hingeguckt habe, also vorhin, das war Ding jetzt hier. Ihr müsst kurz vor Ende noch drei beschissene Laptops suchen. Da wo Codes enthalten sind. Für den, sag ich mal, Tresorraum. Und hier, pass auf die Alte auf. Die ist schlimm. Die ist echt schlimm. Warum der, also, sagen wir mal, Lester, nicht die Baupläne runtergeladen hat für uns. Ist hier drin. Yay, unsere Fluchtkarre. Jellig. Nur können wir noch lange nicht fliegen. Und macht nicht die Fehler und geht zuerst hier rein. Das ist nicht dumm, aber das ist scheiße. Weil das könnt ihr nicht überleben. Und ja, also hier braucht man echt. Also hier muss man echt ruhig und gechillt sein. Für die Mission. Weil. Also alleine definitiv, da müssen wir noch runter. Das ist echt scheiße. Du brauchst unbedingt Geduld. Und musst ruhig bleiben, sonst geht alles in die Hose, weil wir müssen bewaffnet, mit Maske und Anzug hier durchgehen. Bis da hinten in den Falle. Wartet mal kurz. Ja, manchmal kriege ich halt. Oder wir kriegen halt Besuch und das stört ein bisschen. So, auf jeden Fall müssen wir da hinten hin. An die Kopfzer da vorbei. Und wir dürfen da noch so einen scheiß Gast suchen. Also die Mission ist wirklich hart. Watch out. Guard. Piss dich, Alter. Oh mein Gott, Digga. Alter, ich dachte gerade, dass du so kommst. Das ist der einzigste Haken an der Mission. Die ist verdammt schwer. Und das ist mal sehr schwer, Digga. Vor allem, ich spiele das noch alleine. Dürft ihr nicht vergessen, ne? Mit Kumpels und so ist ja easy, aber. Ich spiele den ganzen Kack alleine. Das heißt, Jackpot für mich, aber. Das geht so mies nach hinten los. Ihr braucht mindestens 6, 7 Versuche. Wenn ihr hier noch nicht drin wollt, mehr. Seid ihr spielt mit einem Pro, der das schon mal gemacht hat. Dann kann das klappen, muss aber nicht, aber. Ihr seht ja. Und überall sind scheiß Kameras. Das Ding ist, der Kameraraum ist bei dem Tresorraum da, wo ich euch gezeigt habe, wo ihr nicht als erstes reingehen dürft. Solltet. Das ist der Kameraraum. Und da sind übertrieben viele Wachen. Das sind, glaube ich, 6, 8 Stück. Und
Die könnt ihr nicht alle mal ausschalten. Ja, leider nicht mal mit Pagers, weil ihr habt das Maximale von 4. Oh, jetzt einfach den verfickten Gast suchen. Worauf ich keinen Bock habe. Aber ich habe keinen Blassen schon mal, wo der ist. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht, Lan. Ja, wo ist denn der Hund? Hey, Junge, jetzt einfach wie so bekloppter hier schön suchen, ne? Habe ich noch meine Leichenzirkel? Ja. Natürlich, ich habe noch keinen einzigen getötet. Ich mach Fortschritte. Kapi. Look out, guard. Diese Wichser, ne, die packen einen so ab. Boah, wenn ihr das jetzt geschafft habt, also das mit dem Gas und dem Laptop. Alter, war das geschnappt. Scheiße, Mann. By the way, sorry für die Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, man hört guard, die nicht. Stay back. Und wir dürfen jetzt. Security cam over here. Piss dich doch, Alter. Das ist. Ja! Das ist der einzige Nachteil an dieser scheiß Mission. Ich kann da nicht vorbei, Digga. Da sind viel zu viele, hier. Zivilisten. Da ist eine kleine. Und da ist sie. Perfekt. Ich weiß nicht, wie diese scheiß. Oder wie der Hund aussehen soll, muss, was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir jetzt so eine Kackflasche dahin bringen. Ihn vergiften. Und er geht dann wahrscheinlich auf das Damenklo. Guard. Gott, Alter. Selbst das hier, ja? Dieser Fortschritt ist noch nicht mal lange. Also, damit habt ihr es noch lange nicht geschafft. Danach kommt der hässlichste Teil. Ihr müsst Dingens die Laptop suchen. Es sind 3 Stück. Und in dem verfickten kompletten Casino plus außerhalb können sie stehen. Das heißt, ihr könnt auch. Guard. Oder ihr sollt, oder ihr müsst auch draußen gucken. Und was auch immer der da gerade macht. Ich verstehe das nicht. Na gut, scheiß drauf. Ihr habt Besseres zu tun. Wir müssen das Kino, Casino leer räumen. Ich will zwar, wenn das in die Hose geht, das Mindeste mitnehmen, aber das Maximal, der war auch schon geil. Und ja, ziemlich viele Kameras. Und machen natürlich, ne? Also geil. So. Und hier passt bitte auf diese scheiß Fotze auf. Ist es hier nicht? Fuck, 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 fuck. Ja, ja, ich geh doch schon, Lan. Das heißt aber nicht, dass es an jedem einzelnen Ding da ist, ne? Das heißt, ihr müsst jeder als eine verfickte Bar checken, bis das hier steht. Das da, nicht das da. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir den Hund vergiften. Den nehmen wir dann den Zimmerschlüssel, weil sein Zimmer zum Lüftungsschacht führt in dem Security-Raum. Wo wir denn alle vergasen? Das vergiften. Nicht damit das jetzt falsch klingt. Ja. Guard. Auf jeden Fall geht das wirklich gechillt an. Also nicht so hektik, hektik, ne? Das wird immer schief gehen. Egal wie ihr es macht. Oh, Scheiße. Und passt am besten auf die Kameras auf. Und am geilsten ist es. Das ist jetzt nicht geil. Guard. Sucht am besten vorher. Sucht am besten vorher den Scheiß. Den. Ah, man, die Laptops. Oh, oder? Falsch. Ja, wo ist denn der Hund? Da ist hier. Drück. Da. So, der trinkt jetzt das Zeug, kotzt sich aus auf. Doch, ne, ein Klo. Ja, okay, eins von den beiden war ein Darmklo, ist mir doch egal. Wir werden das überleben. Er nicht. Also, hoffe ich. Wir. Wir dürfen da genau mal rein. Ich hab den Laptop ver. They step out of line? Stimmt ja, der kotzt sich ja hier aus. Ja, okay, bei einem anderen Klo ist spiegelverkehrt. Sorry, du Model. Ja, ja. Junge. Das Ding ist bei den Türen. Die könnt's auch sehen. Wenn der Kacktür auf ist und. Kacktür. Mann, wenn die Tür auf ist und Dingens. Ja, pumpt das Schlafgas. Nein. Oh mein Gott. Ich hasse diese Seite. Ich hasse die wirklich. Guard, careful. Oh Junge, hier ist überall irgendwas. Entweder das ist hier eine scheiß Kamera und zeig ich doch. Hier eine Kamera.
Hier müsst ihr wirklich aufpassen. Auf jeden einzelnen Millimeter. Ich hab vergessen, was von Rom. Steht das an? Nein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Geh weg. Guard. Ich hab das so den Kopf. Machen wir auch. Keine Nutte, Alter. Wir haben keinen Pager, ich kann mir das leisten. So, this button is the alert? Egal. Right. Got it. Eine Bitch weniger, sagen wir es mal so. Nach den Laptops kommen wir hier oben gar nicht mehr. Also allgemein. Kommen wir nicht mehr durchs Casino, weil, wenn ihr es so gemacht habt wie ich, mit Fluchtplan und so, werdet ihr nur da unten lang gehen, wo wir die ganze Zeit waren. Da könnt ihr denn höchstens die anderen ausschalten, wenn da welche sind. Waren dies das? Was ich machen werde. Will die Tür schließen. Hallo. Komm halt doch mal. Schau es doch, da kommt doch jetzt keiner lang. Ey, Junge. Das ist. Nee, Mann, ich nehme die Leichensäcke da hinten. Ich bin doch nicht blöd. Falls das doch irgendwie schief gehen sollte. Wie krieg ich die paar Schiss die Tür zu, Mann? Hallo. Muss doch hier irgendwo gehen. Ey, Junge, wenn ich jetzt daran faile, ja? In so einer scheiß verkickt, alles klar, verkackt Tür. Mann, das war die Tür. War, das war, ja. Mann! Ah, er geht ins Schlafzimmer, Badezimmer, er hat. Wahrscheinlich was für ihre Freunde bleiben lassen. Na gut, das wird's. Ich kenne mich dann nicht schossen. Sehr geil. Okay, geil. Jetzt wird den perfekten Tresor-Code. Wo ist das hier? Rausfinden? Ja. Wird in die Hose gehen? Weil? Das wird nicht angezeigt, wo die Teile liegen. Das ist sogar schon lange so. Bis du die verkackten Laptops findest, Alter. Wir werden das Schwierigste zuerst machen. Das Geile ist, dass hier keine Security rumläuft, der hier laufen. Nein, nein. 6 rot, 6 rot. Oh mein Gott. Ich schreibe das auf, weil ich bin zu blöd, mir das zu merken. Wenn ich da vor dem Tresor stehe, gebe ich das falsch ein und der Scheißalarm geht los. Darf ich vorstellen? Ich als Berufsbrecher. Berufsverbrecher. Rot, ja. Gut, 6 rot. Im Online-Modus kann ich es natürlich im Chat schreiben, das machen sowieso viele und beziehungsweise alle. Ja. Ist nur so als zur Sicherheit. Für euch. Und für mich. Und für deren. Und hier ist einer drin. Das ist was ist immer so. Hier hinter dem verfickten Gemälde, das könnt ihr auch im Wagen schmeißen. Das ist eigentlich, ja gut, 100, 200k wert, je nachdem. Was für ein Schwierigkeitsmodus ihr spielt. Acht blau. Da fehlt nur noch grün. Ich weiß nicht, ist glaube ich nach rot, grün, blau oder andersherum, keine Ahnung. Ach ja, mit dem scheiß Gemälde könnt ihr laufen. Okay, wir sind fertig. Das war's mit dem Video. Spaß. Wir sind noch lange nicht fertig. Das war's doch noch lange nicht, Alter. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich will den Bastard ausschalten, sofern ich. Ach ja, nicht jede Tür könnte aufschießen. Nein. Ja, wo ist denn dieser? Ja, wo ist denn dieser kacke Raum, Alter? Hier. Oh, passt auf diesen Hund auf. Da hängen auch zwei Kameras, die sind so assi platziert, ihr kommt da nicht ran. Auf Risiko! Okay, ich kann euch bestätigen, dass hier in den Schließfächern gar keins ist. Ihr findet da nur Müll oder gar nichts. Ja gut, ein paar Chips. Wow. Aber ihr wollt das große Geld raus haben, ne? Nicht wahr? Die großen Moneys will man doch haben, ne? Nicht das Kleingeld. Man will immer das große Geld. Aber wenn jetzt... Aber wenn da jetzt nicht dieser verkackte Laptop drin ist, ne? Ich weiß nicht wo. Der sonst ist und behaltet diesen Bastard im Auge. Guard, careful. Weil... Die müssen wir noch abchecken. Und wir checken zuerst die und dann die und dann die ab. Das wird schief gehen. Ich hoffe nur, dass da der Laptop drin ist, weil meistens ist er hier drin. Wenn nicht, ich habe keinen blassen Schimmer. Real Talk. Dann bin ich scheiß ratlos. Komm schon, 6 Versuche noch. Ja. Ja, Mann. 6 grün.
Wir haben es geschafft. Also wenn ihr soweit seid, dann habt ihr es relativ geschafft, außer ihr verpeilt es und... Guard. Oh, Junge, ich wollte gerade sagen, wo ist der Wichser? Ja. Nein, nein. Boom. Ach ja, die haben wir ja vergast. Warte, welche Seite? Okay, die hier. Wo müssen wir hin? Schalte die Laser ab. Ach ja, jetzt müssen wir rein. Ja, Mann, das ist das Geilste. Wir müssen da rein. Jetzt sag ich euch, was ihr es nicht machen solltet. Weil, guckt euch an. Wachen. Maschallah, der Aufzug ist schon. Alter, wir machen gerade das große Geld, ne? Ich hab's bisher so nicht geschafft. Junge, ich hing jetzt 2 Tage an die verkackte Mission. Wir haben es geschafft. Das ist Einwandspiegel. Wir haben es geschafft. War geil. Junge, das Mindeste, was wir rausholen können, ist 473k. Wir machen natürlich das Maximalste. Das ist eine 500 Milliarden. Kapi. Alter, dieser Tresor, ne, ich schwöre. Den müsst ihr sehen, ihr verliebt euch. Der ist einfach so geil, wie der von der Big Bang. Wir sehen uns unten am Tresor. Nice. Okay, ich will den Moment mit euch teilen, Alter. Der ist zu geil. Nach diesem Countdown, ja, Junge. Wir sind bereit, das große Geld zu machen, Alter. Junge, dahinter ist... Wenn ihr das auf Todesurteil macht, ihr seid Billionär. Junge, die Knete, ne? Also, okay, rot, grün, blau. Rot war 6. Ja. Grün war 6, also 6, 6, 8. Digga. Wo ist die 8? Nein. War das zu geil, Alter. Oh Gott, Alter, guckt euch das an. Wartet. Ich muss jetzt bei meinem Chastity ausmachen. Okay, seid ihr bereit? Das ist zu heftig. Guckt euch diesen verfickten Tresor an. Und das ist die untere Ebene. Es gibt noch eine da drauf und das ist die. Ey, das ist ein verfickter Tresor. Scheiße. Junge, guckt euch das an, was ihr da an Kleingeld mit dem könnt, ne? Junge, batzen, überall, das hier alles. Und das ist erstmal eine Etage von 2. Und da unten sind noch Gold und so. Das ist echt zu heftig, Digga. Wie viel haben wir jetzt schon gemacht? Sofort bei, ja gut, 46k. Okay. Ja, okay, das sind einzelne Tausender, ne? Das ist viel zu heftig. Okay, wir sehen uns jedenfalls, wenn ich den Tresorraum leer geräumt habe und unten an der Tür stehe, weil da kommt was ganz Besonderes. Bis gleich. Leute, das ist einfach viel zu heftig, Digga. Die erste obene Etage habe ich schon ausgeräumt, ne? Digga, check das ab. Das sind über 14 Geldtaschen. Über 14 Geldtaschen. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich war noch nicht unten angekommen. Alter, guckt euch das an. Wir müssen mal ausrechnen, nein. Kein Bock. Aber ein so ein Button, keine Ahnung, wie viel Wert hat. Ach ja, das Kleingeld, ne? 284k. Einfach mal das halbe von dem mindestens, was wir rausholen können. Ihr Kleingeld. Und diese ganzen Taschen dazu. Digga. Brutal. Also dieser Tresor, der ist Liebe. Der ist Liebe. Das ist purem Gold. Die Big Bang war ja schon goldig, sagen wir es mal so. Aber der Casino-Rob, der ist brut. Und jetzt gibt es einen einzigen Scheißhaken. Und zwar. Warte. Deshalb solltet ihr den Aufzug unten lassen, weil ihr könnt die ganze Taschen nach oben klatschen. Ist ein bisschen laggy, aber na gut. Der Sinn von diesem Casino-Rob ist nicht die Kohle. Oder das Gold. Was ihr denn da rausholen könnt. Der Sinn liegt dahinter. Hinter 50 Sekunden. Ihr müsst was... Mann. Irgendwas Geheimnisvolles da rausstehlen. Das ist da drin. Und halt der Rest ist Zusatzmoney. Eigentlich ist das Wichtigste nur das zusätzliche Scheißteil da. Was er da haben will. Aber na gut, wir sehen uns, wenn das Ding offen ist. Ach ja, by the way, ich hab's gar nicht mitgekriegt, aber die Tür ist schon lange auf. Und das sind über verfickte 24 Beile. Ich hab nicht gezählt, aber... Ja, hier ist das Problem. So eine scheiß Schatztruhe und
Hinter. Zwei. Laser, die man nicht ausschalten kann. Da kommt ihr nicht drum rum. Slide durch! Boah, Alter, wenn das realistisch wäre, ich wäre so gepickt, Alter. Ich schwöre. Also ja, und damit ihr nicht den ganzen Scheiß nach oben tragen müsst, haben die sich gedacht, ja, bauen wir einen Fahrstuhl ein, der nicht so wie bei der Weltzentralbank funktioniert. Weil bei der Weltzentralbank gibt es natürlich auch so einen Aufzug, aber der funktioniert nicht. Finde ich echt schade, dass die ganze Scheiße nach oben treppen. Ja, treppen. Man kann zwar damit hochfahren, was wir auch machen, ist ein bisschen laggy. Und versucht am besten die ganze Zeit in der Mitte des der Platte drauf zu klatschen, weil die am Rand glitschen so manchmal wieder runter und dann könnt ihr den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Was nicht so geil ist, wie wenn ihr da hinten ausschalten, Kacktyp da. Wenn er uns im Weg steht, wenn nicht, dann ja. Hat halt lame geworden, wir haben bis jetzt nur eine Security ausgeschaltet. Wir können stolz auf uns sein und ich komme da nicht ran. Okay, und go. Oh, oh, ja, ja, das meinte ich, dass es ein bisschen laggy sein könnte, aber naja, gut. Aber wir sind gleich oben angekommen. Junge, kennt ihr das, wenn ihr mit Fahrrad auf so eine scheiß Straße fahrt, die so uneben ist und ihr gefühlt so die ganze Zeit gucken müsst? Ja, wir sind angekommen. Also für die Faulen unter uns. Und jetzt aber die ganze Scheiße da hinten reinbringen. Gut, wir sehen uns, wenn das Auto voll ist. So Leute, ja, das ist jetzt unsere letzte Tasche, die wertvollste. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber wir werden jetzt die letzte Tasche da reinschmeißen und gucken, was uns bei sehr schwer ausgezahlt wird. Ach, ich hatte den Bastard da hinten gekillt. 2 Millionen. Okay, let's go. Komm. Gib mir ein bisschen Money. Ja gut, ihr müsst verstehen, das ist halt doch sehr schwer gewesen. Tschüss, Alter, macht das auf Todesurteil. Das ballert. Komm schon. Ich brauch Knete. Wenn es keine Knete ist, verkaufe ich es auf Steam Shop. Ihr wisst Bescheid. Könnt's kaufen. Ich verkaufe das. Was soll ich damit laden? Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns beim erneuten Video. Ja, von meiner Seite. Tschö mit Ö. Easy go, la, 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 la.